Ja, warte mal, wenn wir jetzt schon in der Aufnahme sind, Sophie, weißt du, was ich erwartet? Nein. Nein? Okay. Ich weiß nur, ich spiele ein Spiel mit dir, ich werde geschminkt und es gibt RP. Das ist alles, was ich weiß. Genau, wir werden Sophie jetzt einmal schminken für das Spiel, was ich die Tage, beziehungsweise schon vor Wochen rausgesucht habe. Nur heute sind wir erst dazu gekommen. Wir werden das Spiel spielen. Sie wird schon ein bisschen im Voraus wissen, worum es gehen wird, weil sie muss das Tutorial spielen, damit sie nicht ganz aufgeschmissen ist. Aber ich schmeiße sie dann in eine komplett fällige RP-Situation rein. Und ich bin mal gespannt, wie sie das meistert. Aber erstmal schminken wir sie, ja? Machen wir dich erstmal ready. Hey, mein Kinn sieht aus, als wenn ich ganz böse hingefallen bin und mir das ganze Kinn aufgeschlürft habe. Okay, ich glaube, damit mach ich's nur schlimmer. Du siehst ein bisschen aus, als ob du irgendwie Blut gesaugt hättest, so als ob du ein Vampir wärst. Was ist das denn? Oh Gott! Was denn? Warst du gerade auf meine Augenbrauen drauf? Ja. Du musst richtig in die Rolle reinkommen. Du wirst gleich verstehen, wieso. Oh Gott. So sieht's so aus, wenn Männer eine Frau schminken sollen. Das ist nicht auf dem Foto. Das ist Freestyle, ja? Das ist Freestyle. Das ist meine persönliche Note. So, einmal bitte ein bisschen nach oben gucken. So, warte mal, sie sitzt dazu. Okay, wir machen das so. Wir machen das auch nochmal so. Irgendwie ist das meiste auf den Lippen, ne? Das sieht auch sehr komisch aus. Oh, ich muss weinen! Alter, du versaust die Schminke. Ist gelungen, oder? Das passt. Also das müssen wir nochmal üben, Chat. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Fällt mir nichts ein, Leute. Also dazu fällt mir nichts ein. Meine Lippe. Ich glaube auch Schlammcatchen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wirklich keine. Okay. Das war übrigens das Vorbild. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Gehen ein paar Dinos jagen. Wir gehen Dinos jagen? Wir gehen Dinos jagen. Also wie Hunter nur mit Dinos? Ja. Zu dir eben. Oh, ist das dunkel, ne? Bei mir ist es hell. Oh. Boah, es leckt manchmal wieder, immer bis das hier alles geladen hat. Bist du Timmy? Ich bin Timmy, ja. Okay. Wollen wir uns nicht da an der markierten Stelle treffen? Ich komme erstmal zu dir, alles gut. Achso. Also noch nirgendwo hinlaufen. Okay, dann warte hier. Alright. Bist du ready? Ja. Alright. Chat, ihr müsst jetzt mitmachen, damit das auch hier sitzt, ne? Ihr müsst jetzt also alle, die das Video gerade schauen oder gerade zuschauen, einmal bitte mitmachen. Schließt einmal bitte die Augen. Okay. Die RP-Situation ist folgende. Ich bin Timmy, dein kleiner Bruder, auf den du schon immer aufgepasst hast und immer aufpassen wirst. Du bist Lilly. Wir zwei waren gerade noch mit dem Zug auf dem Weg zu Oma und Opa, um sie über die Ferien zu besuchen. Als wir in einen gefühlt endlosen langen Tunnel fuhren, sind wir beide eingeschlafen. Und jetzt öffnen wir unsere Augen und stellen fest, dass wir nicht mehr im Zug sind. Lilly, wo sind wir? Timmy! Lilly! Timmy, was hast du schon wieder gemacht? Ich habe gar nichts gemacht.
Wir waren doch noch gerade im Zug. Wo sind wir, Timmy? Was war das für ein Zug? Wir wollten doch zu Oma. Ja, Lilly, ich hab Angst. Ja, du musst jetzt erstmal keine Angst haben. Es ist ja jetzt hier erstmal nichts Schlimmes. Es ist jetzt eine Insel, ein bisschen Wasser und so. Wir müssen halt einfach nur einen Weg finden. Und Lilly, warum hast du eine Pistole in der Hand und ich ein Gewehr? Ja, weiß ich nicht. Hast du das irgendwo... Hast du das wieder irgendjemandem geklaut, Timmy? Nein, ich bin so aufgewacht. Okay. Was sollen wir jetzt ja, tun, Lilly? Ja, steck das lieber erstmal weg. Nicht, dass du dich verletzt. Dann kommen wir... Wir machen uns einfach mal auf die Suche. Wir werden schon bestimmt irgendjemanden finden, der... Also hier wird ja wohl irgendjemand sein, so, ne? Kann ja ich glaube nicht niemand auch, sein. Aber in meinem Beutel habe ich auf jeden Fall noch irgendeine Tröte. Ja, tröte doch mal. Vielleicht ist das so eine SOS-Tröte. Ich tröte mal. Das klang wie so eine Schiffströte. Vielleicht kommt gleich meinst ein du, Schiff. Meinst du, das ist die Tröte von dem Schiff hier hinter uns? Lass mal gucken gehen, was da an dem Schiff ist, oder? Machen wir. Das war nur der Buschmensch. Entschuldigung, ich bin so schreckhaft. Guck mal, warum ist denn das Auto schon so rostig? Das sieht so aus, als wenn das hier schon echt lange steht. Wieso hast du so eine Gesichtsbemalung? Sag mal, wolltest du hier noch bei Oma und Opa auf den Zug gehen? Wolltest du hier Karneval feiern oder wie? Timmy, du weißt doch, dass ich ein paar Schminktutorials auf YouTube geguckt habe. Das macht dich nicht lustig über mich. Mann, Lilly, immer das Gleiche mit dir. Kommen wir überhaupt da zu dem Schiff? Traust du dich hier ins Wasser zu springen, Timmy? Boah, ich habe noch nicht viele Schwimmstunden hinter mir, Lilly. Na, vielleicht sollten wir das nicht machen. Vielleicht sollten wir das nicht machen. Okay, komm, lass uns einfach mal... Komm, wir laufen einfach mal los. Wir laufen los. Folge dir, Lilly. Wir rufen einfach ein bisschen um Hilfe und dann werden wir schon jemanden finden, oder? Ich hoffe doch. Hilfe! Hört uns jemand? Ist irgendjemand hier? Oma? Vielleicht haben Mama und Papa uns angelogen. Wir gehen gar nicht zu Oma und Opa, sondern in irgendein Erziehungscamp oder so. Ich weiß es nicht, aber irgendwie kommt mir das Ganze ja auch ein bisschen bekannt vor. Bekannt? Woher denn bekannt? Habe ich das alles schon mal gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, wo. Was machst du da mit deinen Händen, Timmy? Ja. Ich habe mein Asthma-Spray vergessen und ich versuche das hier gerade mit... Du kennst doch die Atemübung. Ein und aus. Ein und aus. Okay, ganz ruhig bleiben, Timmy. Es gibt nichts, wovor wir hier Angst haben müssen auf der Insel. Was soll hier schon sein? Bestimmt ist das so eine Art Test, weißt du? Wir müssen uns hier jetzt noch ein bisschen durchschlagen und dann stehen Oma und Opa da irgendwo und warten auf uns und sagen, wow, habt ihr das toll gemacht? Und dann tun wir so, als wenn wir irgendwie Angst gehabt hätten oder so. Aber eigentlich ist das hier ganz entspannt, okay? Okay. Boah, Lilly, ich hab Hunger. Hunger? Hunger. Ist da nicht immer ein Schokoriegel in der Tasche? Irgendwie hab ich... Nee. Guck mal, was ich so dabei habe. Ich hab nur Munition für die Waffen, die wir haben und eine Erste-Hilfe... Was war das? Was war das denn? Lilly, was war das? Das hat sich nicht nach Oma angehört. Aber zumindest nicht, wenn sie gut drauf ist. Sag mal, die Vögel da am Himmel sind ganz schön groß, oder? Ich sehe gerade keine Vögel. Aber ich habe auch schlechte Augen. Hast du deine Brille schon wieder vergessen, Timmy? Ja, irgendwie... Hast du schon wieder eine Brille liegen lassen in der Bahn? Aber ich habe ja das Fernglas, wodurch ich gut sehen kann. Na gut, ich hoffe, das Fernglas ist mit Sehstärke. Ja, definitiv. Guck mal. Und, was kannst du sehen? Nur Bäume. Bäume. Ja, die sehe ich auch ohne Fernglas. Aber lass uns mal gucken gehen, was da hinten war. Ob das Oma und Opa sind oder irgendwer anders, der uns helfen kann. Ja. Oh, was ist denn das da vorne? Guck mal, das sieht doch aus wie ein Haus, mehr oder weniger. Lilly? Was denn? Siehst du das da hinten? Was meinst du denn? Schau mal bitte da auf 330 mit dem Fernglas. Mit dem Fernglas? Ich sehe ein sind wir irgendwie in Disneyland? Disney World oder so? Sind das Giraffen? Ja, aber die sind nicht gelb. Ich habe noch nie eine Giraffe gesehen. Ja, aber die sind nicht gelb. Eigentlich kann das keine Giraffe sein. Das sind bestimmt so ganz, wir sind bestimmt in so einem Park und das sind so ganz neumodische, so Roboter, weißt du? Können wir die reiten? Boah, müssen wir mal versuchen. Kommt drauf an, ob das gute Roboter sind oder nicht, ne? Das sieht aus wie ein Versorgungslager. Ja, aber für wen denn? Gibt's hier Schokoriegel? Lilly, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier kein Freizeitpark ist. Ja, aber was soll das denn sonst sein? Jetzt sei mal ehrlich.
Ich hab hier einen Brief gefunden. Schiffsbruchnotiz steht hier. Oh, das ist bestimmt von dem, wo das Schiff da unten lag. Wie, hier ist jetzt nur einer, also nur ein Mensch hier auf dieser Insel, Timmy? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und der aber ist Lilly, mit dem Flugzeug abgestürzt? Ich weiß nicht, ob das wohl ein schlechter Scherz ist, aber Lilly, hier an diesem Videospielautomaten konnte ich mir eine Belohnung abholen. Ich habe einfach was geschenkt bekommen. Oh, was hast du bekommen? Ein paar Münzen. Cool, habe ich auch bekommen. 56 Münzen. Und ja, das ist doch super. Mama und Papa haben sich immer so schwer, uns Taschengeld zu geben. Und ich habe ein O-Pad in der Tasche gehabt, was ich mit dem O-Muskel öffnen konnte, wo ich quasi mir Ziele annehmen kann, um noch mehr Belohnungen zu bekommen. Ein O-Pad? Ein O-Pad. Oh, guck mal, sind wir etwa in so einem Erlebnispark, wo man diese Roboter jagen kann? Das sieht ja cool aus. Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus. Oder Ankylosaurus. Oder Gallimimus Populationskontrolle. Das sind Dinos. Dinos? Und keine Giraffen. Ja, aber keine echten Dinos. Timmy, erzähl keinen Blödsinn. Das sind so Roboter-Dinos. Dinos sind ja schon lange ausgestorben. Also. Eben. Also Jahrhunderte, Tausende, Millionen Jahre. Also das ist ja wirklich... Oh, jetzt sind neue. Jetzt sind hier... Genetische Manipulation von Triceratops. Guck mal, genetische Manipulation, das ist alles nicht echt. Das ist alles nicht echt. Was wollen wir machen, Timmy? Los, entscheide. Wir nehmen einen davon an und dann suchen wir nach dem. Ich würde mir so einen Roboter gerne mal vom Namen anschauen. Ich habe hier gerade ein, zwei angenommen und ich weiß nicht, mein O-Pad spinnt irgendwie. Welche hast du denn angenommen? Sag mal. Okay, wir haben scheinbar andere Sachen. Unterschiedliche Sachen. Auf jeden Fall, wenn ich dann auf dem O-Pad oben auf das dritte Zeichen von links klicke, kann ich auf jeden Fall noch eine Mission annehmen, dass ich eine Lootbox finden soll. Lootbox, das klingt immer cool. Also hier steht, wir können einen Ankylosaurus jagen. Ich finde, das klingt cool. Ich nehme das mal an. Mach das. Ich folge dir. Lilly? Ja? Irgendwas stampft hier neben uns. Es stampft? Es stampft. Was soll denn hier stampfen, Timmy? Oh. Timmy? Ja? Hast du das auch gehört? Ja. Und irgendwie wird das immer lauter. Aber siehst du was? Oh. Timmy, guck mal! Oh. Guck mal! Ich kenn die. Die heißen, Das ist Cera! Cera? Cera, ja! In einem Land vor unserer Zeit. Kennst du das nicht? Lass uns doch einfach mal schießen, oder? Lass draufballern, Lilly. Okay, aber warte, da waren ja zwei. Wir müssen uns für einen entscheiden. Und auf den beiden. Einer läuft gerade weg. Wo ist der zweite? Hier. Auf den hinteren. Okay, Timmy, bist du bereit? Noch nicht. Warte, wir können auch noch, wir können noch mal diese Pfeife da tröten vielleicht. Oh, guck, ihr dreht um! Komm, Timmy, jetzt! Bist du bereit? Zähl runter. 3, 2, 1, Schuss! Nochmal! 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 Yeah! Ich glaube, er ist tot! Oh, ich habe echt nah an deinem Kopf vorbeigeschossen, Timmy. Das tut mir leid. Oh, das passt schon, Lilly. Ich hoffe, ich habe dich nicht getroffen. Ich bin es gewohnt, von dir eins überzubekommen. Na dann. So, Timmy. Das ist der Roboter. Ich sehe so schlecht, es ist schon so dunkel. Aber wieso sind die Ölflecken rot? Ja, warum sind hier auch keine Kabel dran oder so? Und wie stark bist du bitte, Lilly, dass du den hier rumschiebst? Oh, habe ich? Das war aus Versehen. Guck mal, Timmy, wenn man das anfasst, dann kann man sogar sehen, dieser Roboter zeigt dir an, was wir getroffen haben. Das ist ja cool. Guck mal, du hast seinen Kopf getroffen, ich seinen Magen. Dann habe ich nochmal seinen Schwanz getroffen, du seinen Oberschenkel, ich nochmal seinen Magen und ich seine Wirbelsäule. Ui. Ah, Lilly, du hast Schwanz gesagt. Okay, da steht Tötung annehmen, als wenn man so einen Roboter töten kann. Soll ich das klicken? Ja. Neue persönliche Bestpunktzahl. Timmy, das ist wie so ein Computerspiel. Naja, kenne ich das, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe das schon mal gespielt. Echt?
Echt? Wie heißt das denn? Ich glaube, da ging es auch um Dinosaurierjagen. Prehistoric Hunt. Okay. Ja, cool. Das macht Spaß. Aber Timmy, wollen wir vielleicht kurz mal schlafen gehen? Ich sehe gar nichts. Da vorne stand so ein Zelt. Vielleicht können wir uns da ja einfach reinschmeißen und schlafen. Was sagst du? Ist in Ordnung. Aber du schläfst da, wo meine Füße sind mit dem Kopf. Du schläfst aber an der Tür, okay? Damit, wenn das hier jemand einbricht, damit sie dich als erstes töten. Guten Morgen, Timmy. Guten Morgen, Lilly. Na, hast du gut geschlafen? Ja, ich habe echt super geschlafen. Okay, Timmy, wir sind immer noch hier. Ich dachte irgendwie, dass wir durchs Schlafen aufwachen. Also ich habe die ganze Nacht nur nachgegrübelt, Lilly. Und ich glaube, wenn ich das hier alles kenne von einem Videospiel, glaube ich nicht, dass das hier wirklich Roboter sind. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber was soll es denn sonst sein? Ich weiß es nicht. Okay, ja, das war cool, oder? Wie wir auf den geschossen haben? Ja, richtiger Erfolg. Das war echt cool. Komm, lass uns mehr suchen, oder? Ja, die scheinen ja alle friedlich zu sein. Ja, wir müssen uns auch beeilen, bis Oma und Opa kommen und uns hier rausholen. Übrigens habe ich eine Taschenlampe in meiner Hosentasche gefunden. Oh, das ist sehr gut. Wenn es wieder dunkel wird, können wir die gut benutzen. Guck mal, da vorne sind ja diese riesengroßen. Wollen wir da hingehen? Yeah. Wollen wir auf den hier vorne schießen? Ja, boah, die sind aber fett. Ja, die kommen genau auf uns zu. Das sieht aus wie so ein überfressener Batagam. Aber Timmy, lass uns mal schießen, sonst kommen die so nah an uns ran. Das ist eklig. Bist du bereit? Ich bin bereit. Auf den vorderen, ja? Okay. Eins, zwei, drei, Schuss! Nochmal Schuss! Oh je! Yeah. Woo! Irgendwie bin ich traurig, Lilly. Warum denn traurig? Die sind gerade zu zweit rumgelaufen, so wie wir beide, als ob das Geschwister gewesen wären. Und einer wurde jetzt über den Haufen geschossen. Ach, Timmy, das darfst du nicht so sehen. Da ist das bestimmt was anderes. Das sind ja keine Menschen, weißt du? Aber guck mal, die Großen sind immer noch hier vorne. Wollen wir bei denen direkt weitermachen? Ja, aber ich habe nicht mehr so viele Schüsse. Ja, ich wollte es gerade sagen. Meine Waffe sagt, ich habe noch 7 Schüsse. Ich habe noch 6 und 11 auf Reserve. Ah, dann reichen die doch bestimmt hier für den vorne, oder nicht? Ja, lass uns das probieren. Bereit. 3, 2, 1, Schuss! Ui, guck mal, die gehen auf 2 Füßen. Ah, nee, doch nicht, die gehen nur einen Berg hoch. Oh, da ist ein Baby gewesen! Ich glaube, da war ein Baby. So ein ganz kleiner. Komm, wir müssen ganz schnell hinterher, Lilly. Aber ich habe nur noch 2 Schüsse. Okay. Okay, 3, 2, 1, Schuss. Oh, Timmy, der kommt auf dich zu. Timmy, der kommt auf dich zu. Timmy! Oh mein Gott, Lilly. Hilfe! Timmy! Hilfe! Timmy! Oh, er zerquetscht dich, Timmy! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Timmy! Er ist tot! Boah, das war knapp, Lilly. Geht's dir gut, Timmy? Mir geht's gut. Hat er dich nicht zerquetscht? Das war aber ein knappes Ding, Lilly. Ich sag's dir. Ich hab schon helles Licht gesehen. Ich hab ihn einmal in den Po geschossen, dann ist er umgefallen. Ja, da wäre ich auch umgefallen. Wow, guck mal, wie groß. Das ist aber ein Prachtexemplar. Toll. Oh. Jetzt musst du ihn ja nicht nochmal auf ihn schießen. Oh, guck mal, ich habe den Kopf getroffen, du den Nacken, du nochmal den Nacken, ich die Wirbelsäule, du die Wirbelsäule, du die Wirbelsäule, ich die Wirbelsäule, ich die Wirbelsäule, ich die Lunge. Und dann hast du den Kopf getroffen, nochmal den Kopf getroffen, ich die Lunge getroffen und guck mal, der letzte Schuss war der Schwanz. Du hast schon wieder Schwanz gesagt. Hm, hier ist ein kleiner Einkaufswagen, das sieht gut aus. Also, was denkst du, ist das Munitionspaket Gewehr? Also erstmal kann ich hier auf jeden Fall Aufgaben und Trophäen einreichen. Die ganzen Dinos, die wir gerade gelegt haben, die werden hier mit ein paar Münzen vergütet. Oh, stimmt. Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. 11 Münzen, naja. Bestimmt Munitionspaket Gewehr, oder? Würde ich jetzt auch mal vermuten. Also auf meinem Gewehr steht auf der Seite drauf Standardgewehr, Kapazität 8. Ah ja, jetzt habe ich 40 Schuss. Ist wieder irgendwas richtig laut am Stampfen. Das höre ich gar nicht.
lässt mich das Gefühl nicht los, als ob wir irgendwas hätten im Schiff finden können. Aber das können wir ja noch später machen. Ja, das hat ja keine Eile. Komm, wir suchen einfach nach mehr von diesen Dinosauriern, die man so umschießen kann. Das ist witzig. Kein Bizeps. Das ist ein T-Rex. Wow, wie cool. Ja, da gehen wir drauf schießen, oder? Meinst du, der lässt sich streicheln, Lilly? Naja, vielleicht sollten wir ihn vorher 3-4 Mal anschießen. Dann vielleicht. Oh. Okay. Bist du bereit zu schießen? Lilly? Lilly? Warum kommt der in unsere, ja, in unsere Richtung ran? Hat der uns gesehen? Ui, jetzt höre ich es auch stampfen. Ja, wollen wir schießen? Jetzt, wo er gerade still steht, lass uns schießen. Okay, 3, 2, 1, Schuss! Ich habe nicht nachgeladen. Oh mein Gott. Ich sehe ihn nicht. Da. Timmy! Lilly? Oh mein Gott, Hilfe! Timmy! Er ist tot! Er ist tot! Super, Timmy! High five, Lilly! Woo! Der hat auf jeden Fall 14 Schüsse gefressen. Du hast den Kopf getroffen, den Oberschenkel, die Lunge, die Wirbelsäule. Dann hab ich erst geschossen, weil meine Munition alle war. Auf die Lunge, du den Magen und du nochmal die Lunge. Und ich den Nacken und ich den Magen und ich den Oberschenkel. Und du den Nacken und den Kopf. Und ich hab den Nacken und den Kopf getroffen mit einem Schuss. Und dann hast du die Wirbelsäule getroffen. Und er war tot. Aber dafür, dass der nur 6 Tonnen gewogen hat, hat er lauter gestampft als die ganzen anderen. Ah, da steht aber auch Größe klein. Das ist ein kleiner. Aber das sieht cool aus. Er hat sich aber nicht so auf die Zähne geputzt. Du kannst ja mal seinen Mund öffnen, indem du da reinrennst und seinen Mund auseinanderklappst. Witzig. Nehm mal vor, jetzt wird der noch leben. Nee, den haben wir immer einen Haufen geschossen. Was eine Aussicht, Lilly. Das sieht toll aus, ja. Wundervoll aus. Guck mal, wie viel wir hier noch entdecken können. Hier ist ein Brief. Hier ist ein Brief, stimmt. Lest mal vor. Oh, Bautag 43. Der Bau der Außenanlage verzögert sich erneut aufgrund von Materialmangel. Die Zentrale räumt dem Bau der Hafeninfrastruktur und des Zauns immer noch Vorrang vor allem anderen ein. Der Bauzeitplan wird bis zur Regenzeit verlängert. Nach der Fertigstellung werden Feuchtigkeitstests von entscheidender Bedeutung sein. Die Dinosaurierpfleger werden ihren Aufenthalt in provisorischen Unterkünften verlängern müssen. Dinosaurierpfleger? Das klingt aber nach einem coolen Job, oder? Meinst du, wir können, wenn wir groß sind, Dinosaurierpfleger werden? Meinst du, die müssten auch von den Dinos die Popis sauber machen? Bestimmt, ja. Dann will zumindest ich keine Pfleger sein. Zumindest das Kacki wegmachen. Also ich habe schon keine Lust, meine eigenen Popi immer sauber zu machen. Und dann noch von Dinos? Vor allem je nachdem, was die essen. Ich meine, wenn das so ein Fleischfresser ist und die dich wegmampfen, das wird nicht lecker aussehen, das Kacki. Oh, es gewittert. Oh, rechts war was. 135. Wollen wir in die Richtung laufen? Let's go. Kannst du eigentlich deine Taschenlampe anmachen? Ich sehe gar nichts. Hast du keine? Guck mal in deiner Hosentasche auf dem F-Muskel. Ah! Da vorne bewegt sich was. Oh, das sah ein bisschen aus wie der Schwanz von so einem T-Rex. Lilly, ich habe gesagt, ich passe auf dich auf und ich beweise es dir, indem ich ihn alleine mache. Alleine, Timmy? Oh, guck mal, da siehst du ihn. Ich sehe ihn. Den hatten wir noch nicht. Aber das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, kein T-Rex. Nee, dafür ist er zu klein. Ja, dann schaffst du den auf jeden Fall alleine. Aber ich glaube, wir verscheuchen den mit der Taschenlampe, oder? Meinst du echt? Aber ich sehe ja sonst nichts. Ich renn mal vor. Ah, da vorne ist er. Schießt du schon? Ja. Ich sehe ihn gar nicht. Ach doch. Ich ihn alleine für dich mache. Wow. Du kannst gleich stolz auf mich sein. Der sieht aber ganz schön böse aus. Timmy! Oh, Timmy, der beißt nach dir! Timmy, bist du sicher, dass ich nicht helfen soll? Ja, ich schaff das. Gar kein Problem, Lilly. Okay.
Du hast Siehst ihn! Du? Wow! Der hat aber winzige Arme. Ich hab doch gesagt, du kannst schon. Guck mal, was der für kleine Mini-Ärmchen hat. Weißt du, was das für ein Dino ist? Was denn für einer? Ich glaube, ein Carnotaurus. Ein Carnotaurus? Carnotaurus war übrigens ein mittelgroßer Theropoda-Dinosaurier, der während der späten Kreidezeit vor etwa 72 Millionen Jahren in Südamerika gelebt hat. Aha. Der Carnotaurus zeichnet sich durch seinen außergewöhnlich kurzen Schädel aus, der breit und tief war. Seine Augen waren nach vorne ausgerichtet, was auf eine mögliche, verbesserte räumliche Wahrnehmung hindeutet. Ich habe das Gefühl, dass ich den echt gut alleine gemacht habe. Ja, das hast du toll gemacht. Oh, guck mal, du hast Diamant bekommen, Timmy. Ja, nämlich Timmy the Slayer. Ab heute, Lilly, bin ich ein Mann. Ja, dann. Mach mal ein schönes Foto von uns dreien. Cool, soll ich mich hier so hinstellen? Ach, Mom. Okay. Guck mal, es wird doch schon wieder hell, Timmy. Ja, ich habe doch gesagt, ich passe auf dich auf über die Nacht. Hast du echt toll gemacht. Weiter geht's, Lilly. Okay, weiter geht's. Ich will noch mehr neue Dinos sehen. Darf den nächsten ich alleine versuchen dann, Timmy? Ja, klar. Meinst du, das war nachtaktiver, wie so eine Katze? Ja, vielleicht. Und jetzt tagsüber würde der eigentlich Schlafi machen, wenn du ihn nicht getötet hättest. Was denn, Timmy? Ich glaube, ich kann nicht weitergehen. Ich bin hier gestolpert und mein Knöchel tut so sehr weh. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig bewegen. Oh nein, Timmy, was ist passiert? Warte, Timmy, vielleicht kann ich dir helfen. Kommst du nicht mehr raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Das kann ist nicht weitergehen. Gut. Ich hänge fest an der Wurzel. Oh nein, nicht. Timmy, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, da hilft nur eins. Schieß mir ins Bein. Oh. Wir müssen es abtrennen. Bist du sicher? Probier's. Das rechte oder das linke? Das, was schlimmer aussieht. Okay. Besser? Nee, nicht besser. Ich fühle mich unverändert. Warte, ich versuche mal auf deine Brust zu schießen. Vielleicht ja dann. Was? Du willst mich erschießen? Nein, nur, dass du da loskommst. Aber irgendwie tut sich da nichts. Ich glaube, ich bin jetzt ein Teil dieser Insel. Und ich glaube, es ist uns vorher bestimmt, dass du den weiteren Weg ohne deinen kleinen Bruder schaffst. Du willst jetzt hierbleiben, Timmy? Das heißt, ich opfere mich. Wir trennen uns an dieser Stelle? Für immer? Irgendwann werden wir uns wiedersehen, Lilly. Irgendwann. Der Himmel weint. Der Himmel weint. Magst du mir den Gnadenschuss geben? Okay, Timmy. Ich will nur, dass du weißt, ich hab dich immer geliebt und eigentlich bist du derjenige, der stinkt. Ich liebe dich auch, große Schwester. Tschüss, Timmy. Tschüss, Lilly. What the fuck? Timmy, nein! Oh mein Gott. Fearless.